meine eigene Nationalhymne gesungen. Also, ich habe auch gar nicht mitgesungen. Also, ich will das gar nicht. Für mich ist nur das Papier wichtig. Prozent der türkischstämmigen Berliner haben keinen Schulabschluss. Die meisten von ihnen leben im Bezirk Vadim. Die 22-jährige Hatice ist erst seit knapp 3 Monaten mit ihrem türkischen Mann Ömer verheiratet. Obwohl in Berlin aufgewachsen und sozialisiert, lebt sie ganz in der Tradition der Eltern. Die Hälfte der Türken in Berlin lebt vom deutschen Staat, auch Ömer. Ich bin seit ungefähr 8 Monaten in Berlin und ich bin arbeitslos. Und? Wovon können Sie dann leben? Vom Jobcenter zurzeit, ne? Seit über einem Jahr sucht die Türkin mit deutschem Pass bereits Arbeit. Auf ihr Kopftuch will sie aber nicht verzichten. Kopftuch bedeutet für mich alles. Wenn ich keine Stelle mit Kopftuch finde, dann sage ich halt lieber mein Kopftuch an Arbeitsstelle. Mein Kopftuch ist auch in dem Moment mir wichtiger. Wenn ich irgendwo Gast bin, dann habe ich mich dem Gastgeber nachzurichten und nicht der Gastgeber sich nach mir zu richten. Es ist ja schon so weit, dass die Türken eine größere Lobby haben als wir Deutschen. Wir dürfen ja nichts sagen, weil wir dann gleich rechtsradikal sind. Und so geht das auch nicht in Deutschland. Gibt es etwas, was du an Deutschland magst? Was ich an Deutschland mag? Eigentlich wenig. Ich komme grundsätzlich mit der deutschen Mentalität eigentlich nicht so ganz zurecht. Siehst du denn, dass eine Integration zwischen Türken und Deutschland, dass das funktioniert? Ihr entzieht euch dem doch dann auch letztendlich. Ja, und ich sag mal, wir haben auch die Berechtigung, uns dem zu entziehen. Ich persönlich habe nicht so das Bedürfnis, mich irgendwie groß anzupassen, weil ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich hingehöre und ich weiß, wo ich beerdigt sein will. Weißt du? In der Türkei. Ja, auf jeden Fall. Aber warum gehst du dann nicht zurück? Warum lebst du hier? Ich sag dir genau, warum ich nicht zurückgehe. So, pass auf. Ich sag dir jetzt genau, warum ich nicht zurückgehe, okay? Ich gehe einfach nicht zurück, weil man hier besser verdienen kann. Ihr habt selber gesehen, dass einige Organisationen hier in Deutschland angefangen haben zu schmeicheln und die Christen frohe Weihnachten zu wünschen. Erstmal das ein Verrat gegen den Islam. Ihr wisst und jeder Muslim weiß, dass die Christen und die Juden Kuffar sind. Und wenn sie den Islam nicht annehmen, gehen sie für alle Ewigkeit in die Hölle. Wie ist denn das jetzt, wenn jetzt ein deutscher Jugendlicher herkommt? Fällt das dann auf oder wie reagiert man da? Ja, also es fällt auf. Es kommt vor, dass manche Jugendliche da sind und schiefe Blicke auf ihn richten. So nach dem Motto, pass auf, was du machst, sonst steche ich dich ab in dem Sinn halt. So schlimm schon? Ja, leider. Wie ist das, Selina? Macht man da einen Unterschied? Dass die Schüler sagen, ja, du bist ja eine Deutsche oder ist das denen egal? Oder? Also manchmal sagen sie zu mir, ich bin eine Deutsche und hier, dass sie mich dann gleich so auslachen, beschimpfen und so, wie bei Michael. Andere sind ja immer Muslim und sie fragen mich, warum ich keine Muslimin bin. Ich habe gesagt, ich bin eine Christin und das haben die anderen da was dagegen, wenn ich Christ bin. Was sagen die dagegen? Du scheiß Christe und so. So was sagen die? Wenn wir halt besser sind als die Ausländer, dann beschimpfen die uns gleich und verstehen das nicht, warum wir halt besser sind. Die akzeptieren das einfach nicht, dass jeder seine Fähigkeiten hat oder halt keine Fähigkeiten. Und ja, und dann werden die halt meistens brutal und sagen, wir sind Streber, wir schummeln bei Testen, was gar nicht stimmt. Sowas kommt schon oft vor. Schon seit der 5. Klasse, dass man hier als Nazi beschimpft wird oder sonstiges. Obwohl man nur seine Meinung sagt und sie eigentlich nicht diskriminierend ist. Der muslimische Glaube hat die Schule erobert. Neu ist, dass strenge Sitten und Gebräuche auf einmal zum Alltag gehören. Das gab es bis vor wenigen Jahren noch nicht. Religion und die Ablehnung der Deutschen, das waren keine Themen.
Was bedeutet Integration? Das ist, wenn man andere ausschließt, ne? Ja, eben nicht. Wer von euch hat deutsche Freunde? Deutsche Freunde? Jessica, ja. Ja? Ich? Kein einziger. Ich auch nicht. Kein. Ich glaube auch kein einziger, ne? Nee, jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, Garasi, hast du deutsche Freunde? Nein. Nein. Na klar, ich hab's. Du? Valentina hat auch keine deutschen Freunde? Warum hast du keine deutschen Freunde? Weil sie nicht zu uns gehören. Ich kann nicht durch so sein, keine Ahnung. Kannst du die Deutschen nicht so gut leiden? Das ist so, draußen hängst du mit Deutschen ab, machen die andere Sachen an, die du machst. Zum Beispiel, wie Schweinefleisch essen. Man ekelt sich dann vor denen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sowas schon sehe, ekel ich mich. Guck mal, wenn die Ausländer alle bleiben würden in Deutschland, ne? Und die Deutschen nur für einen Tag verschwinden, ne? Das wird nicht auffallen. 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 Ein Armutszeugnis auch für den deutschen Recht.